Guten Abend. Shalom Shabbat. Es heißt Shabbat Shalom. Du musst sie einfach kennenlernen. Nein, 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 nein. Ich habe genug Freundin kennengelernt. Juicy? Ja? Oh, das ist Maria, meine Verlobte, also... Nichts kann meine lieblings-israelisch-deutschen Lesben toppen. Ich gebe ihnen 2 Monate. Meine Mädchen. Hi. Jederzeit konvertieren. Besser, wir erzählen es unseren Familien noch nicht. Mama, wir planen eine Hochzeit. Wir planen eine Hochzeit. Ich denke, Sie haben den Ring bemerkt. Ja. Sind Sie Marias Eltern? Wer will das wissen? Der Mossa. Oh. War nur ein Witz. Ron. Ja. Oh. Echte Deutsche, was? Das ist das beste Projekt in der Klasse. Wir haben die Lesben, die Shoah. Willst du irgendwas andeuten? Wollen wir? Du wirst nicht heiraten. Das kommt gar nicht in Frage. Schon gar nicht Evas und Adolfs Brut. Oma. Die Verbindung zweier Kulturen ist nicht einfach. Und ich bin sehr stolz auf dich, wie du das meisterst. Es ist, als würde ich in einem Minenfeld leben, das nur darauf wartet zu explodieren. Nämlich den Linken aus Tel Aviv. Können wir wenigstens ein Schabbatessen durchstehen, ohne dass wir über Politik streiten? Ich glaube nicht. Ich meine ja nicht, dass du konvertieren musst, aber wenn du Kinder kriegen willst... Du solltest besser deine Religion von unseren Fortpflanzungsorganen fernhalten.